Man nennt sie Chovandos, die stolzen Männer mit einer uralten Erbschaft, dem Buzkashi-Spiel. Buzkashi ist ein traditioneller Reiterkampf in Zentralasien, eine Art archaisches Polo. Der Spielball ist eine enthauptete Ziege. Vom Westen fast vergessenen Winkel der Welt liegt Tadschikistan. Im Osten grenzt es an China, im Süden an Afghanistan. Und hier im Süden des Landes lebt die Familie Heidarowitsch. Tonjiniso Heidarowitsch hat 8 Kinder, die bei der Bewirtschaftung des kleinen Hofes mit anpacken müssen. Denn ihr Vater, Umar Ali, hat 2 Berufe und eine Passion. Umar Ali ist Bauer und Lehrer, aber mit dem Herzen ist er Chovandos, ein Buzkashi-Kämpfer. Und er ist ein Meister seines Fachs. Tonjiniso versorgt die Tiere, führt den Haushalt und bestellt das Feld. Hof und Kinder verlässt sie nur selten. In diesen Tagen hat sie besonders viel zu tun. Das Navros-Fest steht bevor, der Frühlingsbeginn, ein wichtiger Feiertag in der Region. Frühstück in der Familie. Die Heidarowitschs leben fast ausschließlich von dem, was sie auf ihrem Hof erwirtschaften. Gelegentlich kaufen sie grünen Tee, Zucker, Reis, Salz und etwas Fleisch dazu. Das passt nicht. Umar Ali trägt mit dem Buzkashi-Reiten zum Familieneinkommen bei. Mal gewinnt er einen Teppich, mal etwas Geld, mal ein Schaf. Als er 15 Jahre alt war, hat er die Ziege zum ersten Mal beim Spiel gepackt. Beim Buzkashi ist es so, du musst schon als Kind da reinwachsen. Du musst in deinem Herzen so etwas wie einen Funken spüren. Du musst es einfach aus tiefstem Herzen wollen. Sonst hat es keinen Zweck. Sonst wirst du nie ein Profi. Drei Tage in der Woche arbeitet Umar Ali als Lehrer an der Mittelschule. Die Schule liegt im Ort Kamchin, Peitsche, 4 Kilometer von Umar Alis Haus entfernt. Das Pferd ist hier in den Bergen das wichtigste Fortbewegungsmittel. Umar Ali unterrichtet Biologie und Geografie. Mädchen und Jungen besuchen getrennte Klassen.
Auch sein jüngster Sohn Mahmud Ali gehört zu seinen Schülern. Umar Alis Monatslohn beträgt umgerechnet 11 Mark. Das ist auch in Tadschikistan sehr wenig. Alleine vom Lehrerberuf könnte er seine Familie nicht ernähren. Uns mangelt es in den letzten Jahren sehr an Büchern und allem anderen, was wir für den Unterricht noch bräuchten. Ich weiß aber auch, dass es für die Eltern schwierig oder sogar unmöglich ist, all diese Sachen selbst für ihre Kinder zu kaufen. Aber trotz alledem bin ich als Lehrer dafür verantwortlich, dass meine Schüler den Stoff lernen. Irgendwie, auch mit den wenigen Mitteln. Bis 1991 gehörte Tadschikistan zur Sowjetunion. Seither ist das Land unabhängig. Aber die politische Lage bleibt instabil. Einen Bürgerkrieg hat das Land schon überwunden. Und auch heute versuchen radikale Islamisten immer wieder ihren Einfluss auszudehnen. Das benachbarte Russland lässt deshalb die Grenze nach Afghanistan durch sein Militär bewachen. Und die Bevölkerung sucht ihren Weg zwischen asiatischer Tradition und sowjetischer Erbschaft. In der Hauptstadt Duschanbe hat sich Umar Ali mit seinem Freund Bozor im Teehaus verabredet. Als Dorfvorsteher hat Umar Ali den Trafo zur Reparatur gebracht, der sein Dorf mit Strom versorgt. Die Freunde nutzen die Gelegenheit, um die Organisation eines Buzkashi-Spiels zum Navros-Fest zu besprechen. Wer besorgt die Ziege, wer stiftet die Preise? Die Ausrichtung eines Buzkashi ist in diesen Tagen nicht einfach. Wieder einmal fehlt es an Geld. Damals, unter der sowjetischen Regierung, haben die Menschen nach Plan gelebt. Die Leute haben ihre Löhne rechtzeitig bekommen. Es ging uns im Prinzip gut in dieser Zeit. Das heutige Tadschikistan hat zwar die alte Regierungsform übernommen, aber das Leben ist trotzdem schwieriger geworden. Ich würde mir wünschen, dass es uns in Zukunft wieder besser geht. Dass die Wirtschaft im Land nicht in Schwung kommt, hat Ursachen, über die keiner sprechen mag. Korruption und Drogenschmuggel. Tadschikistan ist Haupttransitland für große Mengen Opium aus Afghanistan. Der Präsident hat zwar einen Feldzug gegen das Drogenproblem angekündigt, doch der Erfolg ist zweifelhaft. Zu viele verdienen mit an dem Geschäft. Wir sind verpflichtet, die Autos nach Drogen und Waffen zu kontrollieren. Wir durchsuchen die Autos, die Leute und alles, was sie mitnehmen. Natürlich ist es auch schon vorgekommen, dass wir dann Leute verhaftet haben. Aber wenn wir etwas bei ihnen finden, dann können wir eigentlich selbst entscheiden, was wir damit machen. Bei einem entfernten Verwandten Umar Alis steht die Beschneidung der zwei jüngsten Söhne der Familie an. Die Jungen sind 1,5 Jahre alt. Mit der Beschneidung werden sie in die Gemeinschaft der Moslems aufgenommen. Die Familie ist kürzlich zu etwas Geld gekommen. Eine willkommene Möglichkeit, das unvermeidliche und teure Familienfest mit anschließendem Buzkashi auszurichten. Den Eingriff nimmt der Vater selber vor. Buß, die Ziege. Sie, oder in diesem Fall er, hat das Nachsehen. Ihm nützt es nichts, dass er den Chovandos später als Spielball zu Ansehen und Ehre verhilft.
Die Tradition des Buzkashi geht auf den legendären Chinggis Khan zurück. Von ihm wird überliefert, er habe von seinen Feinden, ohne vom Pferd zu steigen, in vollem Galopp Schafe, Ziegen und andere Beutestücke geraubt. Bis ins 20. Jahrhundert wurden die Steppen Mittelasiens vom Sattel aus beherrscht. Geblieben ist das Buzkashi. Regeln gibt es wenige in dem Kampf um die Ziege. Es geht darum, den Balg zu erhaschen und zu einem von zwei vorher als Tor festgelegten Plätzen zu bringen. Ist der Balg im Ziel, ist ein Spiel beendet. Aber sofort entbrennt ein neuer Kampf um die Ziege. Diesmal in Richtung auf das zweite Tor, an der anderen Seite der Ebene. Das Ringen geht so lange hin und her, bis alle vorher ausgesetzten Preise erobert sind. Meist nach 2 bis 3 Stunden. Im Prinzip kämpft beim Buzkashi jeder gegen jeden. Auf Kraft und Härte kommt es an. Und eben aufs Geschick. Bei Mensch und Tier. Umar Ali schätzt den harten und brutalen Kampf nicht besonders. Er kann abwarten und setzt auf Taktik und Geschick. Im richtigen Moment startet er durch und schafft es, die Ziege für sich zu erobern. Sein Gewinn beträgt umgerechnet 1 Mark. Der Gastgeber ist geizig und verärgert die Chowandos mit lächerlichen Gewinnen. Zudem ist Umar Alis Gürtel gerissen und er muss eine Pause einlegen. Glaubt mir, ich frage mich selbst, woher diese Begeisterung in mir kommt. Ob sie angeboren ist oder ob ich das von meinen Urahnen geerbt habe. Es ist einfach so. Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, ob in der Schule oder zu Hause, wenn ich mir dann meine Buzkashi-Sachen anziehe, um zu spielen, dann fällt die ganze Anspannung des Tages von mir ab und ich fühle mich gut, auch wenn die Sachen unbequem sind. Später, wenn meine Kinder einmal groß sind und selbst spielen, wünsche ich mir, dass sie mich mitnehmen und mich so weiter Anteil nehmen lassen. Während Umar Ali beim Spiel die Pferde seiner Freunde reitet, trainieren seine Söhne zu Hause mit den eigenen Hengsten. Sie können ihren Vater in diesen Tagen nicht begleiten, da die Spielorte zu weit entfernt liegen. Auch wenn sie bereits eifrig üben, stark genug, um selbst mitzuspielen, sind die Jungen frühestens mit 20 Jahren. Mein Vater zeigt uns, wie wir die Pferde versorgen müssen, füttern, tränken und so. Und er zeigt uns auch, wie man die Ziege aufgreift. Wir sind auch dafür verantwortlich, für ihn die Preise abzuholen. Wenn ich groß bin, möchte ich auf jeden Fall in die Fußstapfen von Papa treten, Chowandos werden und Buzkashi spielen. Es passieren natürlich auch Unfälle. Das ist normal.
Meine Freunde fragen mich oft, was bist du für ein Mensch, dass du bei sowas mitmachst? Aber solche Zwischenfälle gehören eben dazu. Es ist nicht zu vermeiden, dass man mal blutige Hände oder Abschürfungen im Gesicht bekommt. Manchmal passieren auch größere Unfälle, solche, bei denen chirurgische Behandlung nötig ist. Aber das ist nicht von Dauer. Das geht vorüber. Umaralis Frau und seine Mutter bereiten das bevorstehende Navroz-Fest vor. Frauen arbeiten viel und hart in Tadschikistan. Heute backen sie, wie jeden zweiten Tag, große Mengen Fladenbrot. Umaralli wird wegen des Spiels zum Navroz-Fest auf Reisen sein und schätzt das leckere Brot als Proviant und Gastgeschenk. Was singst du denn da über meinen Sohn? Natürlich hoffe ich immer, dass meinem Mann nichts passiert bei diesem Spiel. Aber wenn etwas passieren sollte, dann ist das Schicksal. Gott gibt und Gott nimmt. Es ist sein Beruf. Außerdem kommt er sowieso nicht mehr davon los. Es ist sein Beruf. Beruf, hast du denn auch gesagt, dass es ein schwerer Job ist, ein wirklich schwerer Job? Ich hoffe, dass ihm nichts passiert. Es ist zwar ein schwerer Beruf, aber schließlich machen sie es ja freiwillig. Am Vorabend des Navroz-Festes übernachtet Umaralli bei seinem Freund Bozor, 80 Kilometer südlich von Duschanbe. Am nächsten Tag soll hier das von ihnen gemeinsam ausgerichtete Buskashi stattfinden. Der Abend ist die Stunde des Jägerlateins unter Männern. Das Buskashi begann. Von 7 Spielen habe ich 6 gewonnen. Da wurden die Leute, die aus dieser Gegend kamen, neidisch und haben mir gedroht. Sie wollten mich töten und haben gesagt, was ist das für einer, der da von weit her kommt und alles gewinnt? Weder er noch sein Pferd werden überleben. Aber nach dem Spiel sind diese Leute mit einem LKW voll mit Pferden und Menschen vom Weg abgekommen und 15 Meter tief in einen Abgrund gefallen. Ja, wirklich. Das Auto hat sich überschlagen und einige von ihnen sind dabei selber umgekommen. In der nahen Kleinstadt Hisar wird das Navroz-Fest schon am Morgen ausgelassen gefeiert. Navroz bedeutet neu und kennzeichnet nicht den politischen Stil des Präsidenten, sondern den Beginn der neuen Pflanz- und Erntesaison. Man zeigt sich in Sonntagsstaat, genießt Musik und Tanz und nicht selten auch Wodka, trotz Islam. Von Bozor verwandelt sich derweil der Lehrer in einen Chavandos.
Ein Ritual für Umar Ali, das mehr ist als nur äußerliche Veränderung. Aufbruch zum großen Navros-Spiel im Dorf von Bozo. Eine Ziege, die schwer genug für das Spiel wäre, konnten die Freunde nicht auftreiben. Also haben Bozo und sein Sohn ein Kalb geschlachtet. 55 Kilo ist der Balg schwer. Selbst für starke Chovandos eine Herausforderung. Wie auch in anderen Sportarten, kommt es beim Buskashi nicht in erster Linie darauf an zu gewinnen. Gewinnen will ja jeder. Für mich ist die Hauptsache, meine Männlichkeit zu beweisen, dem Gegner die Würde zu lassen und ihn zu ehren. Achtung voreinander. Respekt, Menschlichkeit und Ehre müssen, so finde ich, an erster Stelle stehen. Umar Ali spielt wieder mit seiner bewährten Taktik. Er versucht als erster die Stelle vorauszuahnen, an der dem Gegner der Balg entgleitet. Aber nicht immer kommt er damit auch zum Ziel. Die Gegner kämpfen mit allen Mitteln. Bozoa hat mehr Glück. Er entkommt der hinterherhetzenden Meute rechtzeitig und kann diese Runde für sich entscheiden. Wenn ich an einem Spiel teilnehme, reite ich nur die eigenen Pferde oder die Pferde von Freunden. Hinterher teilen wir den Gewinn dann brüderlich. Ali hat inzwischen das Spielfieber gepackt. Jetzt wirft er seine Vorsicht über Bord und riskiert alles.
Am Anfang war auch bei mir viel jugendlicher Leichtsinn und Stolz dabei. Deshalb hatte ich keine Angst. Mit zunehmendem Alter bin ich dann vorsichtiger geworden. Aber trotzdem wurde ich besser. Ich habe gelernt zu warten, vielleicht weniger zu kämpfen, aber dafür mit mehr Würde und Vollkommenheit vorzugehen.